Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Claudio Lothario. Und die Zwillinge sind wieder zurück. Hey, sehen sie nicht fesch aus, die beiden? Ja, sie haben das College nun bestanden, geschafft, alle beide, und sind gleichzeitig wieder da. Und ich glaube sogar, dass beide verlobt sind, wenn ich mich richtig erinnere. Gucken wir uns mal kurz rein, das ist Leon. Leon, genau. Leon ist mit der Georgia Neumann verlobt. Ihr seht hier schon, es hat sich so ein bisschen was getan. Nämlich auch mit der Pia Picasso hat er 3 Blitze. Aber Pia habe ich jetzt auch anderweitig schon verlobt. Deswegen hat es gepasst. Und die Sissy Sims ebenfalls. Die war fast von Anfang an auch schon vergeben. Deswegen passte das dann am Ende doch noch ganz gut. Louis, wiederum, auch hier seht ihr, seltsamerweise auch da Pia, ich weiß nicht was, irgendwas ist nach oben gegangen, dass Pia plötzlich diese 3 Blitze hatte. Aber unser Louis war sowieso immer sehr beliebt, wie ihr seht, ja. Auch komischerweise Caroline hübsch, okay, das ist die Mutter von der Beate, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, auch er hätte Georgia und auch er hätte Sissy, aber ihr seht null, also die kennen sich gar nicht so gut. Diana Greimers ist ja jetzt quasi mit Greimers auch schon verheiratet. Da haben wir seltsamerweise dann auch irgendwann 3 Blitze gekriegt. Ich weiß nicht, warum das der Fall war. Na gut. Und Kati Göttgens. Mit dem, also das war ich kurzfristig, als unsere Beate hübsch überlegt hatte, den Wandervogel, Georg Wandervogel, zu heiraten. Da war ich bei ihm am Überlegen, weil damals nichts anderes so gut gepasst hatte. Und er lernte Kati da kennen. Und ja, das war meine kurze Phase, ne? Deswegen ist er auch verknallt in sie. Aber das war's schon. So, ja, also die beiden, sind wir auch schon verlobt? Ja, mit der Beate, hübsch, sind wir verlobt. Die beiden wohnen ja noch in Schönsichtingen und wir werden die natürlich eher her zurückbringen. Ich möchte sie aber erst bei der Hochzeit holen. Ich werde versuchen, eine Doppelhochzeit zu machen. Ich weiß aber nicht, ob es klappen wird, weil das habe ich noch nie versucht. Ja, ansonsten, wen haben wir denn hier? Die Britta, die ist irgendwo, keine Ahnung. Wir gucken gleich mal, wo sie genau abhängt. Da hinten, glaube ich, mit der Tini. Dann hier vorne, das ist Claudio. Claudio, unser lieber Claudio, der 20 Techtelmechtel haben möchte, mit verschiedenen Sims, befreundet sich jetzt gerade mit Ophelia hübsch. Die soll hoffentlich die letzte sein, wenn es denn soweit sein wird. Aber, ja, guck mal, wo ist denn Ophelia? Ophelia ist noch gar nicht so weit. Hä? Ich habe gerade doch reingeguckt. Achso, ich muss hier drauf. Hier, 47. Also das, ja. Okay, er hat auch mit Georgia 3 Blitze. Okay. Na gut, ja, wir müssen uns mit Britta wieder ein bisschen versöhnen, weil nämlich die Britta hat das letzte Techtelmechtel ja mitbekommen. Und hier dürfe ich übrigens auch was vergeben. Das ist ja schön. Er nicht. Also er hat aber schon mehr. Und wir haben noch unsere Jüngste, nämlich die Nina, auch noch hier. Und die Nina, die hat aber noch 2 Tage, bis sie, ja, quasi auszieht. So, meine Güte. Ich bin am Überlegen, wie ich das mit den Jungs mache. Ich fange noch gar nicht an zu spielen, ja. Was ich mit den Jungs mache, ob wir nicht direkt einfach umbauen. Ach so, übrigens, Ben ist auch neu. Britta hat ihn mit, also geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das in den Erinnerungen steht. Ich weiß nicht, wann es war. Oh. Jetzt hat sie das doch. 3 Kinder haben den College-Abschluss gemacht. Wobei das nicht wirklich stimmt, oder? Leon-Auszeichnung, Louis-Auszeichnung, Gregor. Gregor ist doch nicht ihr Kind. Hä? 3 Kinder haben den College-Abschluss gemacht. Es sind aber doch nicht deine Kinder. Verstehe ich gerade nicht so ganz. Ja, auch Pierre, auch Bastian. Ja, also, naja. Na gut, okay, ja, weitere Überlegungen. Ich glaube nämlich, dass ich hier tatsächlich, wenn die beiden mit ihren Kind, mit ihren Frauen hier einziehen,
dann fände ich es ganz gut, wenn einer hier unten einziehen wird und der andere nach oben geht. Ich weiß noch nicht, wer wohin gehen wird. Ich glaube, ihr habt auch so ein bisschen was mitgebracht, wieder aus dem College. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich. Oh. Nicht wirklich. Okay, das habe ich zumindest reingemacht. Das ist einmal 6000, müsste das gewesen sein. Und genau. Ich habe aber nicht eure ganzen Ausstattung, habe ich nicht mehr mitgebracht. So, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen anfangen. Okay, weil auch wenn wir. Ach so, für den Ben brauchen wir übrigens auch noch was, ne? Oh, irgendjemand ist gestorben. Ach ja, dein Bruder ist gestorben. Alexander ist natürlich gestorben. Von dem haben wir jetzt auch gerade noch ein bisschen Geld gekriegt. Tja, so ist das, ne? So, I'm sorry. Es sind ein bisschen Überlegungen einfach gerade gewesen. So. Ja, dann gucken wir doch mal. Da kannst du hier am besten hier spielen. Dann bringe ich dir auch noch ein bisschen, also so das eine oder andere. Ben, ich weiß nicht, ob du. Guck mal, da machen wir hier hin. Da können wir zwar dann nicht mehr hier rumlaufen, ne? Das ist breiter eigentlich. Ja, gucken wir mal. Machen wir es da mal so. Dann brauchen wir noch Futternapf. Das könnte eigentlich ganz gut hier hinpassen. Hoffe ich zumindest. Dann, das sah gerade ganz gut aus für den hier. Oder passt da sogar ein großer hin? Ich guck mal gerade. Ob in die Ecke? Hey, perfekt. Wie für einen Katzenkratzbaum gemacht, diese Ecke. Sehr schön, perfekt. Und aber natürlich auch noch, wo die Katze schlafen kann. Da wir hier immer Musik machen, welche Art auch immer, würde ich das gar nicht hier rein machen wollen, sondern irgendwo oben. So, mal gucken. Machen wir mal da. Können wir mal eine hinstellen. Dann könnten wir hier zum Beispiel noch ein Bettchen reinstellen. Na komm schon, andersrum. So, oh. Hier. Und das wollte ich in die Ecke. Und dann für draußen. Die habe ich noch nie gehabt. Könnte man sagen, so, du kriegst hier draußen. Das passt auch da doch ganz gut hin, ne? Ja, super. Brauchst du sonst noch was? Toilette, Essen, nö. Ja, ich könnte noch mehr Kratzbäume hinstellen. Ja, mal gucken. Ich weiß nämlich noch nicht, wie es oben aussehen wird. Oh Gott, wir haben noch hier eine Aladdin-Lampe. Also eine Wunschlampe, so ja eigentlich. Wir könnten den Bruder wieder zum Leben erwecken. Und ich glaube, es ist keine so gute Idee. So, wo bist du? Ach, du entspannst. Guck mal, sei mal so nett. Snapf füllen. Und dann würde ich mal gerade sagen, so Leon. Sei du mal so nett, geh erstmal auf die Toilette, die kannst du säubern. Und Louis, du gehst mal direkt einen Job suchen. Was suche ich nochmal? Faulenzer. Gut. Also er sucht die Faulenzer-Karriere und er die Gamer. Oh nein. So, ups. Geheimdienst? Nein. Ah, was machen wir denn hier? Ben, ausschimpfen für Möbel zerstören. So. Faulenzer. Er, ne? Oh, jetzt bin ich wieder durcheinander. Doch, er war die Faulenzer. Sehr schön. Ich gucke aber nochmal, ob es hier richtig war. Faulenzer-Karriere? Ja, perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, gehst du danach mal hier oben auf die Toilette. So, und ich muss leider schon wieder unterbrechen. Wird heute ein bisschen. Ich glaube, dieses Mal wird es definitiv ein Dreier. Also dreimal werden. Ja. So.
Das hier stelle ich mal hier in die Ecke. Das weiß ich noch nicht, wo es hinkommt. Ich brauche noch mal so eine Treppe. Und die wollte ich eigentlich... Okay, Decke zu niedrig. War mir fast klar, dass unser Dach... Das schöne Dach... Ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Treppe. Genau. Man kommt dort vorne an und dann geht man direkt dann wieder. Achso. Nee. So. Würde ich jetzt mal sagen. Ne, so einstufig. Super. Okay. Danach sind wir hier oben. Ja, ich möchte es eigentlich genauso halt anordnen. Nein, nein, nein. Deswegen. Fände ich es sogar nicht schlecht. Genau, wir machen hier vorne. Aber geradeaus durchgehend. Da machen wir auch ein Bad rein. Und hier machen wir es so. Und machen daraus aber zwei Zimmer, werden wir machen. Weil da oben der Flur muss nicht ganz so groß sein. So, cool. Dann aber hier auch nochmal wieder Chaka. Und genau, ich mache hier. Und da mache ich es ein bisschen so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Da würde ich es dann so machen. Ne? Sehr schön. Cool. Oh, da hinten fehlt mir noch eine Wand. Komm schon. Nein. Nicht gerade. Nicht diagonal. Och Mann. Jetzt habe ich es doch gemacht, gell? Ach nee, ich habe es gerade gemacht. Sehr schön. Cool. Ah. Okay. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Dann brauchen wir einmal Fliesen für das obige Bad. Das machen wir mal. So, die Farbe. Halt. Chaka. Und da ich die anderen noch nicht weiß, mache ich mal wieder so meinen Standard. Genau. Ah, guckt mal, hier sehe ich das nämlich dann schon direkt, dass ich was falsch gemacht habe oder was vergessen habe. Nämlich eine Ding. Okay, dann der Flur soll Linoleum haben und ich bin halt hier einfach wirklich, ich mag die Farben. Nehmen wir mal Rot und die beiden nehmen wir dazu. Dann machen wir hier nochmal zu. Haben wir genug Geld bei der in der Familie? Ich glaube schon. Ich hoffe zumindest. So. Eins, zwei, drei. So. Das ist eigentlich... Ja, okay, das machen wir so ein Stück weiter. Und ich mache hier noch mein drittes Fenster rein, weil, weiß ich nicht, der Flur. Damit er ein bisschen heller ist. Ich glaube, eine Terrasse ist erstmal nicht geplant, oder doch? Ich bin gerade am Überlegen. Okay, wartet. So, Chaka. Rundherum. Passt. Oh, da ist was. Ach, die untere ist auch hier nicht so, sondern so. Wartet mal.
Dann machen wir das auch so. So und so. Und deswegen ist es innen auch so. Oder so. Ja, deswegen habe ich da das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Eine komische Ecke im Bad. Eine echt seltsame Ecke im Bad. Nee, das gefällt mir nicht. Ich mach's wieder zu. Quatsch. So. Das lasse ich jetzt so. So. Das lasse ich so. Das lasse ich tatsächlich so. Okay. Ja, dann nehme ich so ein paar Sachen, was ich halt hier unten auch habe, wie zum Beispiel... Nein, nicht noch eine Treppe. Warte mal. Die sind... Genau, das... Nein, auch nicht das Linoleum. Treppe. Okay, ich krieg's irgendwie nicht. Okay, wartet mal. Da. Da gibt es nämlich so ein ganz spezielles, was ich wieder mal im Kopf habe, das mir... definitiv auch am allerbesten gefällt. Da, das hier. Schicker Zaun. So. Da ist seltsamerweise immer, das muss man immer noch mal frei machen. So, dann gucke ich mal, welche Türen habe ich denn hier unten? Okay. Dann nehme ich doch tatsächlich die hier. So, also einmal geht es in dieses Zimmer. Hier geht es in dieses Zimmer und da geht man halt... Achso, ja, da ist ja der Treppenaufgang. Direkt hier in dieses Zimmer. Da könnte man zum Beispiel doch eigentlich ganz schön... Hier, das ist dann ausgenutzt. Und da geht man so ein bisschen in die Ecke da rein. Okay. Anstrich, gegossen, Fliese, Verkleidung, Mauern, Backstein, Tefüllung. Oh, eine Tefüllung. Wie sehe das denn hier oben aus? Ein bisschen too much. Bisschen andere Farbe. Ich weiß nicht. Was? Oh. Was weiß es? Sowas? Sieht fast sehr edel aus. Das möchte ich einfach mal im Flur haben. So. Die anderen Zimmer, die werde ich jetzt halt noch nicht so unbedingt einräumen. Wobei mir das Bad im Grunde gefällt. Deswegen werde ich das vielleicht schon machen und dann noch die Farben ändern. Kann, geht das? Das muss ich rumdrehen doch. So. Sonst geht's nicht. So. Dann nehme ich auch diese Theke. Wunderbar. Dann nehmen wir auch das da. Das ist für mich einfach irgendwie, keine Ahnung, so ein 1:1 Bad gerade. So. Dann haben wir Vorhänge, jawohl. Und ich gucke nur noch mal nach den... Nach den... Ach, da ist nochmal eine Tür. Farben wollte ich noch sagen. Das kann sein, dass ich das jetzt gleich nochmal ändern werde. Genau, da ist nochmal eine Tür. Die hier. Ja, die mache ich auch nochmal rein. Und dann passt aber trotzdem der Gummibaum auch noch in die Ecke. So, voll cool. Achso, die Toilette fehlt mir noch. Toilette. Hier gegenüber. Und dann den Teppich. Noch davor. Habe ich alles? Okay, was ich nicht habe, ist das, was jetzt da drauf steht. Aber egal. So, perfekt. Dann gucke ich nochmal. Fliesen. Und hier möchte ich was Rotes, was dann darunter passt. Nee, das sieht doof aus.
Das da. Ja, cool. Wobei dann das Weiß sogar sehr schmuck aussieht, muss ich gestehen. Aber das mit dem wird wahrscheinlich sehr viel besser auch passen. Hier haben wir vielleicht was. Ja. Ja, das andere passt schon. Dann hier auch nochmal das Rote. Oh, weiß ich gar nicht. Passt das ganz fast? Nee, dann nehme ich doch das. Das hier. Das passt schon. Und ich glaube, das passt auch so, wie es ist. Was haben wir denn da für eine andere Farbe? Das da. So, dann haben wir schon mal hier oben das fertig. Hier bin ich auch am Überlegen, ob ich das Zimmer nicht auch halbieren sollte. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Oder ob ich die beiden Erwachsenen hier nach oben bringe, dass das zwei quasi Elternschlafzimmer werden, wobei die sind ein bisschen eng. Die zwei, dass die zwei vielleicht Elternschlafzimmer werden. Und dass wir dann hier unten ja, das ein oder andere Kind unterbringen und dann haben wir immer noch die zwei hier. Das ist vielleicht sogar, was mir jetzt am besten gefällt. Muss ich gestehen. So, okay, jetzt sind wir nicht weiter gekommen. Es war eine Baufolge. Wobei eines würde ich gerade vielleicht noch gerne machen wollen. Dann habe ich das vielleicht erledigt. Geh mal, Leon, guck du auch noch mal nach einem Job. Gamer. Eigentlich solltest du auf die Toilette gehen. Aber irgendwie hat er das nicht geschafft. So, sie spielt wirklich mit Ben. Und Claudia ist immer noch hier draußen. Wie gut geht's jetzt gerade? 71. Okay, wir müssen uns erst befreunden. So, Geheimdienst? Nein. Wer ist das? Was machst du da, Gregor? Gregor? Hallo? Was hat denn der gemacht? Faulenzer? Nein. Es war Gamer was. Gamer, 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 bitte. Komm. Verbrecher, nein. Eine Chance haben wir, glaube ich, noch. Okay, dann haben wir jetzt heute keinen Job gefunden, aber das ist nicht so schlimm. Ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und dabei. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben hier und oder einen Kommentar. Ich freue mich sehr darauf und bis zum nächsten Mal. Dann hier geht's weiter. Claudio, sein letztes Techtelmechtel, hoffe ich doch. Bitte, bitte, bitte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Saginata.